Hallo ihr Lieben, ich bin gebeten worden, mal was zu dem Timo Amoroso zu machen. Und habe dann gedacht, ach nee, der ist im Rollstuhl und dafür, dass er im Rollstuhl ist, ist ja beachtlich, dass er die Pferde überhaupt bewegt kriegt. Mache ich nicht. Warum ich mir das anders überlegt habe, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, es ist halt, man hat das ja auch jetzt in dieser Corona-Krise, sobald, oder der Ukraine-Krise vor allem, sobald jemand Jude ist zum Beispiel, gilt er als unschuldig. Und dann ist der ukrainische Staatspräsident Jude, ist ein wirklich Verbrechen gegen die Ostukrainer, gegen die Russischstämmigen verantwortlich und niemand traut sich, was zu sagen. Und weil dieses in den Schubladen denken, sowohl ins Negative als auch ins Positive, es ja wirklich nicht sein kann, habe ich mich jetzt entschlossen, diesem euren Wunsch doch nachzukommen. Wobei ich es wirklich an sich eine stramme Leistung finde. Und für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, da vielleicht hat man da nicht so viele Möglichkeiten mit Pferden zu kommunizieren. Kann man zumindest mal so sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja bei Parelli aber auch die Silke Valentin zum Beispiel, die im Rollstuhl sitzt, oder die Lauren Warwick in Amerika, die auch gelähmt ist. Und die kommen ja auch auf einem anderen Weg, ohne so viel Stress ans Ziel. Also dieses, was man bei Timo Amoroso immer gerne sieht, ihr habt mir einen Link vom, ich glaube, SWR geschickt, den kann ich euch unten in die Videobeschreibung reintun. Aber man kann ja immer schlecht auf YouTube das Zitatrecht wahrnehmen, sobald es irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, weil die sperren das ja so vor, ein Rundfunk, der eigentlich uns gehört. Naja, und da habt ihr mir quasi so eine super Dauerwerbesendung zugeschickt. Und ich finde es halt zum einen sehr, sehr unschön, dieses, man sperrt das Pferd in einen Round Pen, wo es nicht raus kann. Und dann hat es die Möglichkeit, entweder mit den Menschen zu kooperieren oder zu rennen und zu rennen und zu rennen. Und ob da jetzt in der Mitte jemand steht, der sich nicht bewegen will, ne, weil man ja, wer bewegt wen, ist ja an sich keine schlechte Idee, oder der sich nicht gut bewegen kann, macht ja fürs Pferd keinen Unterschied. Das Problem ist halt, also das Problem aus Sicht des Pferdes ist, es ist ein Fluchttier, es muss Energie sparen, weil wenn ein echtes Raubtier kommt, dann kann es nicht mehr weiterlaufen. Und jetzt ist es aber so, dass die diese Strategie mit dem hochgeschlossenen Raumpen machen, sich ja eher sehr, sehr viel bewegen. Und dieses sehr, sehr viel bewegen würde ja aus Sicht des Pferdes eigentlich bedeuten, du bist rangniedrig. Ne, wer bewegt wen? Bei Timo Amoroso, obwohl er mit dem spektakulär mit dem Rollstuhl hin und her und hin und her rutscht und dieses ich bin an einem Ort, wie man das bei der Silke Valentin sieht, die also über ihre Energie auch Pferde ruhig kriegt, was ganz erstaunlich ist. Halt, ne? Ist halt unheimlich viel Action. Das Pferd greift ihn trotzdem nicht an. Das sagte seine Lebensgefährtin, seine Freundin. Sie hätte immer Angst gehabt, dass das Pferd ihn vielleicht treffen könnte und das würde nicht passieren. Und das ist eben in dieser Sendung, in dieser Dauerwerbesendung des SWR. Jeder sagt, wie toll Timo Amoroso ist. Die Freundin, der Vater, und dann natürlich dieses Schicksal, was ans Herz geht. Keiner übt Kritik. Das ist auch nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für jemanden Werbung zu betreiben. Vor allen Dingen dürfen die nicht so unkritisch sein. Naja, aber dieses, dass er vom Pferd nicht getroffen wird am Kopf, was wirklich tödlich sein könnte, kann auch einen ganz, ganz anderen Grund haben. Pferde sind halt auch sehr soziale Tiere. Pferde sind ja von Natur aus, hängen die in dem Fluchtreflex. Das heißt, er will abhauen, er denkt überall, er wird gefressen. Und das haben wir verändert. Und vor allem ihm klar gemacht, metaphorisch, dass ich ihm nichts tue oder der Mensch ihm nichts macht. Was ich auch immer wieder erlebe bei meinen Pferden, ob jetzt Cisco oder Queenie, gerade bei den selbstbewussteren Pferden, wenn da Kinder sind, sind die, wenn die klein sind, manchmal erstaunlich lieb. Oder auch mit den Hunden und den Katzen, die da am Stall rumrennen. Die sind wirklich regelrecht fürsorglich. Ich meine, Fancy sowieso, Lucky ist nochmal ein Fall für sich. Aber dass sie halt Rücksicht auf Schwächere nehmen, das könnte ich mir bei einigen Pferden auch vorstellen, dass das so ist.
Nicht, man kann sich nicht zu 100% darauf verlassen. Es gibt auch andere, aber das ist ein Aspekt, den man auch im Hinterkopf haben muss, ohne die Leistung schmälern zu wollen. Die Kritik geht jetzt halt einfach dagegen, dass wir in diesen Schubladen, ne? Auf einmal sind alle gegen Russen und dann werden russische Produkte ausgelistet und sowas. Ne? Das ist erschreckend, aber der umgekehrte Fall, Leute in eine hundertprozentig gute Schublade zu stecken, finde ich halt auch sehr kritisch, das so zu tun. So schwer mir das jetzt auch fällt, jemanden, ne? Ich bin ja auch in diesem Denken verhaftet, zu kritisieren. Der Grund, warum ich mich dann erst recht entschieden habe, ist, als ich auf seinen YouTube-Kanal auch mal zugegriffen habe. Also ich habe schon in dieser Sendung vom SWR gesehen, dass er sich auch, wie so viele, an Parelli anlehnt, ohne es aber zu sagen. Das finde ich halt irgendwie sehr unfair. Wenn man es sagt, wie ich, kriegt man natürlich auch immer einen aufs Dach und dann wird dann halt gesagt, du bist ja keine Instruktorin und du musst Quellen nennen. Das tue ich ja auch die ganze Zeit. Aber da ich die Quelle ja nenne, bin ich angreifbar. Und viele, viele nennen die Quelle nicht und trotzdem, wenn man sich im Parallelprogramm gut auskennt und überlegt mal, wie alt das ist, ist ja schon an die 30 Jahre, über 30 Jahre. Das war ja wirklich der Begründer, der auch den Begriff Natural Horsemanship geprägt hat, wo viele das jetzt einfach leugnen. Ne? Es gibt ja ganz verschiedene Systeme, Equikinetik und was auch immer, die wirken aber nicht. Das muss man leider ganz klar sagen. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt weltweit viral gegangen, dieses System. Und wenn man sich gut drin auskennt, erkennt man Dinge zum Beispiel aus mit diesen Phasen. Klar gibt es auch im Westernreiten, da wird es ganz, ganz anders ausgedrückt. Da heißt es ja anklingeln, anklopfen, Tür eintreten. Da gehe ich auch davon aus, dass man, wenn man mit Pferden arbeitet, dass auch zwei Richtungen unabhängig voneinander zu demselben Ergebnis kommen. Dass man eben, wenn man was vom Pferd will, steigern muss. Aber bei dem Timo Amorose in dieser SWR-Sendung fiel mir halt auf, dass er eben von Phasen spricht. Statt vier waren es dann drei und dann nennt er etwas Phase 0. Ne, das ist für mich schon irgendwie so, erweckt den Eindruck, man versucht es unbedingt ein bisschen anders zu nennen, aber er redet halt von Phasen. Und das ist halt nun mal im Parallelprogramm der Begriff. Und Phase 0, wir haben auch sowas wie eine Nullwirkung und eine Phase 0 muss 0 sein. Eine Phase 1 ist mehr als 0. Das ist ja auch schon nicht treffend beschrieben und verwirrt die Leute nur. Warum kann man dann nicht es mit dem Original erklären, die viel Geld dafür ausgegeben haben, dass man es gut erklärt? Nein, es soll halt so aussehen, ich habe ein System entwickelt. Das hört man ja stets und ständig. Und jedes Mal, wenn ich höre, ich habe ein System entwickelt, entdecke ich halt Sachen 1a Parelli. Ein bisschen begrifflich abgewandelt, aber 1a Parelli. Dann arbeitet er auch mit dem Stick. Das ist ja gut. Das ist ja auch eine tolle Idee, einen Stick zu nehmen, weil man kann mehr Energie aufbringen, weil der Stick dann eben nicht so wehtut, wenn man das Pferd mal trifft. Aber man kann dem Pferd zeigen, dass es ernst ist. Eine Gerte peitscht ja. Und dann bringt man das Pferd gegen sich auf. Das ist eine gute Erklärung zum Stick. Was erzählt er aber dann? Ja, der Stick, der kann, also es kann ja wehtun mit dem normalen Stick. Und ich habe einen Stick, das dem Pferd nicht wehtun kann. Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir mit dem freien Pferd auf weite Distanz kommunizieren. Um mit dem Pferd auf weite Distanz kommunizieren zu können, ist es wichtig, dass wir unsere Langsamkeit kompensieren. Und das macht man am besten mit einem Stick. Wir sehen hier an diesem Stick schon einen Unterschied zu den herkömmlichen Sticks. Denn dieser Stick hat nicht nur die innere Schlinge, um das Seil zu befestigen, sondern noch eine lange äußere Schlinge. Und diese lange äußere Schlinge ist der Schlüsselpunkt. Denn hiermit ist es möglich, das Pferd auf mittlere Distanz zu berühren, ohne dem Pferd weh zu tun. Wenn ich nämlich hiermit berühre, wie bei einem normalen Stick, ist das hart und tut weh. Und wenn ich hiermit berühre, sehen wir, die Schlinge gibt nach und es gibt einen ganz leichten Impuls. Und da ist man natürlich wieder voll auf dieser Marketing-Schiene. Ich verkaufe euch das Gewaltlose. Das ist das, was die Leute haben wollen. Das ist das, wo die Leute Geld für ausgeben. Aber es ist eine absolute Realitätsverleugnung. Halt, ne? Gewaltlos schon, aber man muss wissen, dass gewaltlos nicht bedeutet, dass man das Pferd nicht mehr trifft.
Eine weitere Besonderheit ist das Seil, das hier befestigt wird. Herkömmliche Seile, die an den Sticks befestigt werden, sind relativ kurz. Unser Seil ist etwa dreimal so lang wie ein herkömmliches Seil für den Stick. Der Grund ist einfach. Je kürzer das Seil, desto größer die Wucht beim Berühren des Pferdes. Das heißt, es entsteht Schmerz. Und wir haben hier das Seil, wir sehen es, das ist etwa dreimal so lang. Das wird hier oben befestigt. Und wenn wir damit das Pferd berühren, kommt am Ende nur noch ein Hauch von Impuls an. So ist es möglich, auch auf weite Distanz mit dem Pferd zu kommunizieren, in Verbindung zu bleiben, ohne dem Pferd auch nur minimal Schmerz zuzufügen. Deswegen heißt es ja bei paralysierten Spielern, das ist so durchdacht und das finde ich so gut, ne? Diese spielerische Haltung, ich kriege dich, zack, und selbst wenn es ein bisschen zwiebelt, ihr kennt vielleicht dieses Spiel mit diesem, wo man sich gegenseitig die Finger haut und da zwiebelt es manchmal auch ein bisschen, aber dadurch, dass die Energie stimmt, ist das nicht schlimm. Und in diesem Spiel sieht das Pferd, ah, die kann mich vorm Wolfsrudel beschützen, die kann mich vom Tiger beschützen. Und das ist ja das Entscheidende. Habe ich jetzt einen Stick, der so konzipiert ist, was ich mit dieser Schlaufe vorne dran wirklich nicht glaube, aber nur mal angenommen, er wäre so, dass er gar nicht zwiebeln kann, dann würde ich dem Pferd ja beweisen, wenn der Tiger kommt, bist du hilflos. Und dann hat das Pferd Stress. Dann habe ich dem Pferd keinen Gefallen getan. Das Pferd will ja Sicherheit. Ich muss natürlich fair sein. Ich muss auch gut überlegen, welche Aufgaben ich durchsetze. Die müssen ganz, ganz leicht fürs Pferd sein und allmählich immer schwerer werden. Also zum Kompliment gehört natürlich so eine Phase 4 dann nicht halt, ne? Weil wenn ich euch jetzt sage, bitte macht mal ein Salto und ihr könnt es nicht und ich verprügel euch dann, könnt ihr es immer noch nicht. Ne? Das ist ja mal das Entscheidende so. Naja, und dieses Marketing halt, den anderen Stick, das andere Seil, das andere Halfter. Kennen Sie die sensibelste Zone an Ihrem Pferd? Ich will es Ihnen zeigen. Es ist der Pferdekopf. Wir haben jetzt umgestellt vom Stallhalfter auf einen Knotenhalfter. Das Knotenhalfter ist wie folgt aufgebaut. Und zwar besteht das Knotenhalfter aus einem einzigen Seil. Und da, wo beim Stallhalfter die Beschläge sind, haben wir hier Knoten. Auch beim Knotenhalfter haben wir das Problem, dass wenn wir einen Impuls nach vorwärts geben, wir zwar das Genick des Pferdes stimulieren, aber gleichzeitig auch hier den Nasenrücken. Das heißt, machen wir Zug nach vorwärts, entsteht Druck im Genick und Druck auf dem Nasenrücken. Das heißt, das Pferd soll eigentlich nach vorwärts und gleichzeitig nach rückwärts gehen. Und dazu, um das nochmal deutlich zu machen, machen wir ein kleines Experiment. Ich mache jetzt Zug nach vorwärts und durch die Hebelwirkung merken wir jetzt, dass wir Druck hier am Handrücken, sprich auf dem Nasenrücken des Pferdes haben. Das bedeutet, auch hier können wir einzelne Punkte nicht, entsteht kein Reiz auf dem Nasenrücken. Stimulieren wir nur das Genick, wenn wir hier ziehen, also Druck nach vorwärts entwickeln, sodass das Pferd nach vorwärts kommt, stimulieren wir nur das Genick des Pferdes. Wir umgehen es, dass Druck auf den Nasenrücken entsteht. Auch hierzu zeigen wir ein kleines Experiment. Ich mache Zug nach vorwärts und das Nasenstück lässt sich frei abheben. Das heißt, es entsteht kein Reiz auf dem Nasenrücken. Und der letzte Punkt ist der, dass dieses Halfter dünner ist als Stall- und Knotenhalfter. Das ist deshalb so, damit das Halfter vom Gehirn des Pferdes ausgefiltert werden kann. Das heißt, das Pferd nimmt nach sehr kurzer Zeit das Halfter nicht mehr wahr. Und das fällt dann besonders ins Gewicht, wenn wir Pferde haben, die sehr empfindlich auf dem Kopf sind, die Probleme haben mit Knotenhalfter oder Stallhalfter. Hiermit ist es möglich, auch mit diesen Pferden am Halfter, am Kopf zu kommunizieren. Jeder entwickelt sein eigenes Halfter und seinen eigenen Stick. Es ist einfach Marketing. Und genau wie ein ukrainischer Staatspräsident, dadurch, dass er Jude ist, nicht automatisch ein Menschenfreund ist, was für ein Schubladendenken, ist jemand, der behindert ist, eben auch nicht automatisch ein Pferdefreund oder jemand, der nicht aus PR mit PR nutzt,
um Geld zu scheffeln. Auch das gibt es bei allen Menschen. Wenn ich dann aber höre, dass jemand sagt, ich will dem Pferd nicht wehtun, aber gleichzeitig finde, richtig, richtig Gewalt anwendet durch die Begebenheiten, der Roundpen ist zu und wenn du dich nicht mehr anschließt, dann geht es dir schlecht, dann finde ich das, ehrlich gesagt, heuchlerisch. Weil das ist für mich Gewalt. Wenn ich in der Turnhalle eingesperrt wäre, wo ich nicht rauskomme und jemand steht in der Mitte mit Peitsche oder Stick oder einfach auch nur Hektik und meine einzige Möglichkeit, dieser Hektik zu entgehen, ist zu laufen oder mich mit dem anzufreunden, was kann gewalttätiger sein? Zum Beispiel unser Reiten hat der folgenden Hintergrund, ist ja militärisch geprägt. Also wir blicken ja auf eine lange Tradition zurück. Das Problem bei Traditionen ist die gehen meistens nicht mit dem Fortschritt. Das heißt, ist überholt. Ganz, ganz vieles ist überholt. Permanente halbe Paraden, Stellung, das Pferd abstellen, lange überholt. Wir bringen das Pferd aus sich selbst heraus, durch einen bestimmten Mechanismus im Gehirn. Das kommt aus der Traumatherapie, man nennt das bilaterale Stimulation. Du lachst, du kennst das. Bringt man das Pferd am losen Zügel dazu, in die Selbsthaltung zu kommen. Und so funktioniert das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst mir ein Abo da. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich habe übrigens auch noch ein paar andere Kanäle. Der ehemalige Western-Kanal, also hier werden dann auch Western-Videos, wenn sich das mal ergibt, erscheinen. Der ist jetzt ein Reisekanal geworden. Und ich kann natürlich Hilfe brauchen, den aufzubauen. Und würde mich freuen, wenn ihr euch das ein oder andere Video da mal anschaut. Und einen Hundekanal habe ich auch. Und deswegen tue ich mal aus den beiden Kanälen Videos hier in den Abspann rein. Wer mir helfen will, kann das so tun, ohne Geld ausgeben zu müssen für Spenden, was ich mich natürlich auch immer freue. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.